Wir müssen mit Putin sprechen, anstatt Panzer zu liefern. Das ist kompletter Quatsch. Putin hat befohlen, dass die russische Armee in die Ukraine einfällt. Dort werden Frauen vergewaltigt, Kinder verschleppt, Menschen ermordet. Er will nicht, dass damit geredet wird, weil er ein einziges Ziel hat, die Ukraine in Gänze platt zu machen, von der Landkarte zu streichen. Und deswegen müssen wir, das heißt alle Länder in Europa, alle Länder des Westens, die Ukraine unterstützen, um das zu verhindern. Und das kann man nicht alleine, mit dem man sich an einen Tisch setzt. Wenn jemand einen ermorden will, dann lässt er nicht mit sich reden. Die NATO und die Ukraine sind selbst schuld an diesem Krieg. Das ist wirklich besonders perfide. Die Ukraine ist überfallen worden, obwohl sie vor Jahren Russland gebeten hat, Sicherheitsgarantien für sie zu übernehmen. Dafür hat sie ihre Waffen an Russland abgegeben. Wir helfen der Ukraine unter anderem auch mit Panzern, damit sie diesen schrecklichen Angriff abwehren können und die Bevölkerung überlebt. Wir unterstützen ein Land, was überfallen worden ist. Und so wie wir das auch machen würden, wenn wir im normalen Leben Zeuge würden eines Überfalls. Und deswegen, wir sind an der Seite der Ukraine, wir helfen den Menschen dort. Und das werden wir auch in Zukunft machen.